Bei Bauersuchtfrau stimmte die Chemie zwischen Landwirt Max, 26, und seiner Hofdame Anna, 25, sofort. Auch ein halbes Jahr später sind sie nach wie vor glücklich miteinander. Nun haben zwei Freundinnen von Anna über die Beziehung der beiden ausgepackt. Bauersuchtfrau, Happy End für Max und Anna. Für Landwirt Max war Bauersuchtfrau ein voller Erfolg. Mit seiner Hofdame Anna funkte es sofort und auch heute noch sind die beiden nach wie vor ein Paar. Aktuell führen die zwei eine Fernbeziehung. Mindestens dreimal die Woche sehen die Turteltauben sich. Und das scheint super zu funktionieren. Obwohl Max und Anna erst rund ein halbes Jahr zusammen sind, haben die beiden aufgrund ihrer außergewöhnlichen Kennenlerngeschichte schon so einiges erlebt. So teilte Anna kürzlich einen Zusammenschnitt ihrer gemeinsamen Bauersuchtfrau-Zeit auf Instagram und schrieb dazu: "Durch Bauersuchtfrau habe ich auf jeden Fall gelernt, dass es sich lohnt, über den eigenen Schatten zu springen und mutig zu sein. Was wir in dieser Zeit erlebt haben, sind so unfassbar schöne Erinnerungen. Irgendwie kann man gar kein Highlight festlegen, alles war ein Highlight." Max, Anna, das Geheimnis ihrer Liebe. Zwischen Max und Anna scheint die Chemie einfach zu stimmen, das wurde auch bei Bauersuchtfrau schnell deutlich. Während der Jungbauer und die Mutter einer Tochter damit für die Zuschauer schnell zum Traumpaar der Staffel wurden, war es für Annas Freundinnen Nina und Theresa anfangs ungewohnt, ihre Freundin im TV zu sehen. Die beiden standen den Fans auf Instagram jetzt Rede und Antwort und enthüllten so einige Geheimnisse über Anna. So verrieten sie unter anderem, dass sie die 25-Jährige bei Bauersuchtfrau extrem gefeiert haben, aber auch, dass Anna gerne mal zickig wird, wenn sie Hunger hat. Auf die Frage, ob sich Anna und Max gut ergänzen würden, betonten Nina und Theresa: "Ja, fantastisch. Sind beide etwas bekloppt, deshalb passt das perfekt mit den beiden Cuties. Generell seien Max und Anna als Paar der absolute Wahnsinn. Wie süß."